Wir kümmern uns jetzt um Ihre Hecken, denn die haben ganz schön gelitten, sagt der Pflanzenarzt René Wardas. Ja, der Sommer war heftig für die Hecken, ja, ne? Ja, genau. Die haben also unheimlich viel Wassermangel gehabt. Das heißt also, da leiden die drunter, ganz klar. Und wir schauen uns mal das an, wie das aussehen kann, hier und da. Also Wassermangel, so ja. Heiß. Und das sind ja wirklich, das ist ja ein Immergrün, das auch robust ist. Aber eigentlich schon. Aber das ist eine Sumpfzypresse, so wie der Name das schon sagt. Die braucht halt sehr viel Wasser. Und wenn man da nicht dran ist und sie immer wieder wässert und immer wieder gießt, dann sehen die irgendwann so aus. Aber wenn die noch nicht ganz so aussehen, das heißt also, wenn immer noch genügend Grün da ist, kann man aber helfen. Okay, ja, und da kann man helfen. Und da haben wir hier ein schweres Gerät. Also man sieht ja hier also diese Maschine, da denkt man, was will man denn damit machen? Aber da kann ich zum Beispiel, wenn es so anfängt wie auf diesem Foto, fange ich an, 30 cm vom Wurzelball in diese Löcher rein zu bohren. Da bohre ich richtig Löcher rein. Braucht keine Angst haben, weil auch wenn ich so kleine Wurzeln kaputt mache, dann wird die Pflanze animiert, neue feine Wurzeln zu bilden. Und mit diesen feinen Wurzeln kann sie dann auch wieder schön Wasser aufnehmen. Also das funktioniert richtig aber gut. Aber Sie gießen da ja nicht rein, sondern Sie tun in die Löcher noch diese Flasche rein. Genau, das kann man zusätzlich machen, wenn man das möchte. Dann gibt es so Flaschen, hier sind so Löcher drin. Also wenn man sich das mal anguckt, dann haben wir hier so Löcher. Salzstreuereffekt. Genau, den stecken wir dann einfach in die Löcher rein und dann wird hier das Wasser eingefüllt. Also sieht vielleicht mal ein bisschen doof aus, wenn da so Flaschen stehen, aber so läuft das Wasser langsam in den Boden und tief in den Boden und die Pflanzen können sich dann richtig vollsaugen auch mit Wasser. Okay, aber da tun Sie ja noch ein bisschen Power rein. Genau, das kann man nämlich auch noch mal. Das Tolle ist dann zum Beispiel, kann ich mit Mikroorganismen arbeiten. Es gibt nämlich auch tolle Bakterien und die ganz wichtigen Bakterien, die diese Pflanzen stärken. Und das kann man gleich mit in dem Wasser einmischen und dann kommt das wirklich gleich tief in die Wurzel und die Pflanze fühlt sich absolut wohl. Also das ist zum Beispiel... Das sind so Mikroorganismen, die kann man also im Internet kaufen. Das ist überall, kriegt man die, oder im Gartencenter. Und das ist jetzt ein Naturdünger, den man auch, der ist sehr fein, der löst sich auch gut mit dem Wasser und geht dann wirklich mit dem Wasser in den Boden. Und das ist ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn man hier vorne sieht, hier sehen wir die Brennnessel. Ja. Also auch das, Brennnessel ist viel Kali drin in diesen Brennnesseln. Da kann man auch einen Dünger selber machen. Und Kali sorgt dafür, dass die Pflanze gut und stark in den Winter geht. Und den Dünger machen Sie mit ein bisschen Wasser auf die Brennnesseln und das muss dann wirken. Genau, nein, das wird verjaucht sozusagen. Ah, das gärt richtig. Das heißt, also ich nehme die Brennnessel in Wasser und lasse sie stehen. Und das dauert ungefähr 14 Tage und dann ist die Brennnesseljauche fertig. Wenn sie nicht mehr stinkt, dann ist sie gut.